einzustimmen. Naja, ein bisschen zu kalt ist es natürlich, um hier die Super-Hit-Parade der Volksmusik zu machen. Aber in der Ortenau-Halle in Offenburg, da geht es schon heiß her. Da warten sie nämlich alle auf Sie. Nicht nur die Stars des Hitparadenjahrgangs 2001, sondern auch die Klostertaler, Dragstorp, die Höhner, Marianne und Michael und, und. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich da hinkomme. Weg zur Super-Hit-Parade der Volksmusik. Ich schwebe zu Ihnen. Hier nicht warm ums Herz wird, wo dann inmitten all unserer großartigen, wunderbaren Volksmusikstars und einer herrlich winterlichen Dekoration. Danke vielmals, wir sehen uns nachher. Heute am ersten Advent, liebe Zuschauer, da denkt man ja doch schon ein bisschen an Weihnachten. Was schenkt man, was wünscht man sich? Also für unsere Künstler ist das ganz einfach, die wünschen sich nämlich alle das Gleiche. Alle wollen sie ganz oben stehen, alle wollen sie gewinnen. Und Sie, liebe Zuschauer, können mit Ihrem Anruf unseren Volksmusikanten das schönste Weihnachtsgeschenk machen, das es für Sie überhaupt gibt, nämlich unsere großartige Trophäe zu gewinnen. Also wie gesagt, Ihre Stimme ist heute Abend ganz, ganz wichtig, um den Hauptgewinner, den Sieger, der Sieger aller volkstümlichen Hitparaden eben zu küren. Und damit starten wir doch mit uns. Damit kommen wir zum Monat März. Und in diesem Monat werden ja in Hollywood immer die Oscars verliehen. Und das haben wir dann in unserer Sendung genauso gemacht. Tja, das ist schon gut. Ich zwischen den vier berühmten goldenen Männern. Und dann haben wir uns gedacht, so, das können wir doch hier jetzt auch mal spielen. So ein bisschen Hollywood. Und Sie wissen ja, wie so eine Veranstaltung abläuft. Da kommt immer einer, geht an dieses Pult und die Stars, die warten voller Erwartung im Publikum. Dann gibt es den berühmten Briefumschlag, der geöffnet wird. In der Kategorie Singende Schwestern, da gab es eine Nominierung. Und hier steht sie, die Gewinner sind, the Oscar goes to die Geschwister Hofmann. In der Kategorie Kaiser der Volksmusik
gab es auch eine Nominierung und somit einen eindeutigen Sieger. And the winner is Mara Kaiser. Und hier darf ich euch die Oscars überreichen, die Nikolaus-Oscars. Und hier auch Mara. Alles Gute, wir sehen uns gleich. Maras Erfolgstitel. Mara Kaiser war im Frühling mit ihrem Lied sehr erfolgreich. Und dieser Titel passt eigentlich auch wunderbar jetzt in die Weihnachtszeit, nämlich Willst du glücklich sein im Leben? Und sie hat auch gleich das passende Rezept dazu, nämlich Schenke jedem Menschen Glück. Aber zunächst die Geschwister Hofmann. 10-jähriges Bühnenjubiläum haben sie schon gefeiert. Gemeinsam spielen sie 15 Instrumente. Und obwohl blutjung sind sie bei uns schon alte Hasen. Und auch im März standen Alexandra und Anita wie ein Fels. Viele Menschen träumen nun vom großen Geld. Jeder will der Größte sein. In seiner Welt, alles muss sich schneller drehen, denn es soll ja weitergehen. Doch der Preis ist zu hoch, denn am Ende wird doch jeder einsam und alleine sein. Willst du glücklich sein im Leben, schenk den anderen Menschen Glück. Menschen müssen wir zur Seite stehen, weil sie sonst am kleinen Glück vorübergehen. Keiner will Verlierer sein, jeder sucht den Sonnenschein. Und wer viel Gutes tut, den verlässt nie der Mut, denn er wird niemals alleine sein. Willst du glücklich sein? Schenk den anderen Menschen Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Willst du glücklich sein im Leben, schenk den anderen Menschen Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt zu uns zurück. Willst du glücklich sein im Leben, schenk den anderen Menschen Glück. Da ging ich auf musikalische Weltreise und nachdem ja das ZDF sparen muss, hat es in Schottland angefangen. Und heute schaut es so aus. Die April-Sieger, die Pustertaler, Judith und
Tochter Julia aus Oldenborough in Neu-Südschottland. Und dann natürlich unsere Legende Mr. McDenninger. Manfred Denninger, noch ohne seinen Ted. Also die Gemeinsamkeiten zwischen Pustertaler, Gottfried. Huh? Ja, Caroline, bei uns, wir Pustertaler, wir haben mit den Schotten, wir sind gleich bescheiden. Bei uns werden die Kühe noch gemolken, unten im Tal. Da mönkt man bei uns die Gäste. Aha, sehr gut. Und wie ist es mit den Oldenburger? Mr. McMell, ha? Die also Oldenburger und die Schotten? Mit den Oldenburgern ist das so, ein kleines Beispiel, ein guter Freund hat uns in Oldenburg gefragt, wollt ihr heute mit mir zu Abend essen? Da haben wir gesagt, sehr gerne. Da sagt er, gut, dann bin ich um 20 Uhr bei euch. Mr. McMell mit seiner schönen Frau Judith und wunderschönen Tochter Julia. Das sind unsere großen Volksmusikstars und die werden wir jetzt gleich dann hören mit einem wunderschönen Titel. Es ist sozusagen eine nachdrückliche Erinnerung. Die Zeit vergeht. Aber wer neben mir steht, Mr. McDenninger, Sie gefallen mir sehr, sehr gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, er erinnert mich an jemanden. Ich weiß. Wissen Sie, wie er ausschaut? Wie Prinz Charles. Das sollte er wirklich öfters anziehen. Ich bin sicher, Ihre Frau wäre begeistert. Ja, ich weiß nicht. Danke für das Kompliment, Caroline. Aber ich weiß nicht, ob das das Rechte für mich ist. Ich glaube nicht. Zum Ersten, es zieht so etwas um die Wadeln. Und zum Zweiten, im Gegenwart meiner Frau, habe ich doch lieber eine Hose an. Mr. McDenninger, trotz Rock kann man doch die Hosen anhaben, oder? Aber Sie sind auf jeden Fall mit und ohne Rock heute unser wichtigster Mann. Ohne Sie gibt es keinen Sieger. Ich freue mich, wir sehen uns später. Und jetzt, liebe Zuschauer, geht's weiter mit den Pustertalern. Und zwar, die bringen ein bisschen Südtirol in den Schwarzwald. Die drei bewirtschaften immer noch ihre Bergbauernhöfe und wissen, wovon sie singen, wenn es heißt, dann spüre ich den Almenwind. Manchmal, wenn ich traurig bin, schau ich zu den Bergen hin. Man sieht's an dem Augenschein, ich denk an daheim. Es ist wie ein schöner Traum, zurück auf Vergangenes schauen. Denk ich an die Jugendzeit, wird mein Herz mir so weit. Dann spür ich den Almenwind, der die Wälder zum Rauschen bringt. Ja, es ist ein weiter Weg, den er zu mir geht. Er singt mir sein altes Lied, das mir von der Heimat blieb. Bricht aus meinem Herz ein Stück und lässt Sehnsucht zurück. Das kann ich nicht. Hier schau mich zwei Augen an, die ich nicht lassen kann. Dann tut es im Herz so weh. Es ist wie wenn September Schnee die blühenden Rosen bricht im Spätsommerlicht. Dann spür ich den Almenwind, der die Wälder zum Rauschen bringt.
Ja, es ist ein weiter Weg, den er zu mir geht. Er singt mir sein altes Lied, das mir von der Heimat blieb. Bricht aus meinem Herz ein Stück und lässt Sehnsucht zurück. Bricht aus meinem Herz ein Stück und lässt Sehnsucht zurück. Hör, wie sie tickt, die Uhr der Ewigkeit. Und niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Darum nutze jeden Tag und jeden Augenblick. Genieße sie, die Zeit, die dir noch bleibt. Schau nicht im Zorn zurück. Denn die Zeit vergeht wie im Flug. Vielleicht bleibt uns nicht genug, um noch alles zu erreichen, was man will. Schicksal. Es spielt mit uns sein eigenes Spiel. Es hält die Uhr des Lebens an, wann immer es auch will. Dann kommt die Zeit, wo man sich die Frage stellt: Was war denn eigentlich der Sinn für unser Sein auf dieser Welt? Wir sind ein Teil, winzig klein, in der Ewigkeit. Doch stark genug, um durch die in Baden. Und gar nicht weit von hier entfernt, da leben ja die Schwaben. Und das soll ja nicht immer so ganz einfach sein. Und jetzt eine Frage an Sie, liebes Publikum hier. Ganz ehrlich, wie viele Badener sind denn heute Abend hier in der Ordinarhalle? Bitte heben Sie doch die Hand. Naja. Also nicht unbedingt in der Überzahl, da kann ich sagen. Und jetzt bitte ganz mutig, wie sieht's denn aus mit den Schwaben?
Na, sehr gut. Da ist ja ein ganz konzentriertes Nest. Also da schaut einer ganz mutig aus. In der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe. Okay, würden Sie zu mir kommen? Ich kredenze Ihnen dann auch ein Glas Glühwein. Okay, das ist schön. Ein Schwabe. Ein echter. Guten Abend. Ein schöner, echter Schwabe und der heißt wie? Pfau Gerhard. Und kommt aus? Wie der große Vogel aus Albersbach, direkt an der badischen Grenze. Aha. Und wie kommt man da miteinander aus? Also ich weiß gar nicht, was die Leute miteinander hin. Nicht die Schwaben sind so sparsam, sondern die Badener sind so verschwenderisch. Ein Beispiel. Die Badener kaufen sich immer ein neues Hemd, wenn der Kragen zu eng wird. Das ist Verschwendung. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen, aber was machen Sie, wenn Ihr Kragen zu eng wird? Ich lasse mir den Mantel rausnehmen. Danke. Das war natürlich das beste Beispiel. Herr Pau, herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Eine Frage noch, Frau Caroline. Oh ja, Entschuldigung, ich habe ja total vergessen. Der Glühwein, natürlich. Aber freilich, nehmen Sie es mit und nochmals vielen Dank. Wunderbar. Ja. Schwabe in Baden. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also unsere nächsten Künstler, die sprechen ja auch unterschiedliche Sprachen. Sie kommen nämlich zumindest Francis Jordin aus dem Emmental in der Schweiz und aus Südtirol, Oswald Sattler. Liebe Frau Signordi, und die Schweizer, die sind schnell wie die Österreicher beim Skifahren, beweglich wie die Südtiroler beim Bergsteigen und beim Grand Prix meistens vorne dabei wie ihr Deutschen. Oh, danke für die Nachsicht. Das war ein nettes Kompliment. Und die Südtiroler? Der typische Südtiroler, der ist ruhig, gelassen, singt wunderschöne Lieder und gewinnt auch den Grand Prix. Ja, zusammen mit Jantje Smit, Holland und Südtirol hat sich ja sehr gut bewährt. Naja, wir haben ja dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr die Chance, ihn auch mal zu gewinnen. Francine, sind Sie eigentlich schon einmal mit einem Partner aufgetreten? Ja, also mein erster großer Partner, der war ungefähr, da war ich 10 Jahre alt, bei der Schule, bei der Bettlerhochzeit. Und da haben wir auch ein Foto, die kleine Francine, der Start zu einer großen Karriere. Oswald, und Ihre erste Partnerin? Da waren eigentlich zwei. Sie hießen Resi und Nella. Hier der Beweis. Oh, zwei Kühe. Oswald, das ist typisch Oswald. So, aber die beiden, die werden uns jetzt nicht typische Lieder ihrer Heimat singen, sondern sie entführen uns ein bisschen in südliche Gefilde. Wir sehen uns gleich, nämlich Francis Jordi, sie vertauscht ihre Heimat, das heißt die Schweizer Berge, mit Griechenland. Ein feuriger Grieche hat es ihr angetan. Tanz, Alexis, Tanz. Und der Oswald Sattler, der erzählt uns von einer Südtirolerin, die in Spanien lebt, Heimweh nach den Bergen hat. Und hier ist er mit Bolero Montaña. Schimmerndes Morgenrot liegt über den Bergen. Komm und leg die Gitarre fort, du brauchst sie nicht mehr.
Mädchen aus Südtirol, dein Traum war vergebens. Zum Abschied, da schickt er dir nur sein Lied hinterher. Bolero Montagna, Bolero Montagna, der Traum von Spanien ist vorbei, doch deine Berge sind dir treu. Bolero Montagna, Bolero Montagna. In deinem viel zu jungen Herz, Bolero Montagna. Sehnsucht und heiße Glut war in deinen Augen. Doch in Spanien hast du kein Glück, den Himmel zu sehen. Nur dein Gitarrenspiel, es lässt dich vergessen. Denn hier in den Bergen wirst du die Sehnsucht verlieren. Bolero Montagna, Bolero Montagna, der Traum von Spanien. Doch deine Berge sind dir treu, Bolero Montagna, Bolero Montagna. Und niemand weiß von diesem Schmerz in deinem viel zu jungen Herz, Bolero Montagna. Unheilbar. Tanz, Alexis, tanz.
Und da war bei uns im Studio eine ganze Menge los. Wir haben nämlich die Kollegen aus dem Team gebeten, ihre Hunde mitzubringen. Und da fühlten sich sogar die Schäferhunde pudelwohl. Hat das Publikum ganz besonders bezaubert. Zu Singing in the Rain tanzte nämlich die Border Collie-Hündin Fly eine flotte Pfote. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Nicole, die Besitzerin, wollte eigentlich mit zwei Hunden kommen, aber James, der Rüde, der hatte Fracksausen und ja, na gut, wir können hoffen, dass es inzwischen überstanden hat, hoffentlich. Denn freuen wir uns jetzt auf einen Pas de deux auf 8 Pfoten. Und hier sind Nicole, Fly und James. Dankeschön, Nicole. Wunderbar. James und Fly, ihr wart großartig. Von Beruf ist sie eigentlich chemisch-technische Assistentin. Aber ihr Hobby ist natürlich, die Tiere zum Tanzen zu bringen. Ja. Aber das ist schon schwer zu erlernen, oder? Ist schon oder? Schwer, aber mit viel Tierliebe und Geduld und ein wenig Talent. Schafft man das? Schafft man das. Wir haben natürlich viel, viel Freude mit diesen beiden gehabt hinter den Kulissen. Und alle Künstler haben immer wieder versucht, mit James und Fly so ein bisschen ein paar Tanzübungen zu machen. Aber unsere nächsten beiden Künstler, ich glaube, denen ist es hervorragend gelungen. Und vielleicht schaffen wir das ja auch jetzt. Herzlich willkommen, nämlich Monika Martin und Axel Becker. Kommt mal rein. Die gehen ja schon richtig gut auf euch zu. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr was zusammenbringt. Na? Wir versuchen es. Ja, schau. Komm her, komm. Ah, komm her. Ah, ja. Wunderbar. Der Axel macht es natürlich gut. In jeder Hand ein Leckerli. Dankeschön. So, also, das war's. Ihr wart großartig. Und Shane war doch gar nicht so schlimm, oder? Nein, du, ich mir nicht unter Druck. Also, ein herzliches Dankeschön, Nicole. Und ich hoffe auf ein Wiedersehen beim nächsten Tanz. Und liebe Monika Martin,
wir hören uns gleich, wir sehen uns gleich, denn jetzt freuen wir uns natürlich auf einen Titel von Monika Martin und zwar etwas ganz Besonderes. Es ist eine Liebeserklärung an die Stadt am Vesuv. Napoli Adieu, also ein Lied gesungen von einem stillen Vulkan aus der Steiermark. Zunächst aber, und er kommt aus der fränkischen Weihnachtsstadt mit dem berühmten Christkindlesmarkt. Und er hat gewonnen mit einer Liebeserklärung an seine Frau Martina. So eine Liebe gibt es einmal nur. Es ist eine wunderschöne Melodie von James Last. Und hier ist er, Axel Becker. Gestern war ich so allein und einsam auf der Welt. Ich ahnte nicht, dass bald für mich ein Stern vom Himmel fällt. Noch gestern war mein Leben leer und du warst noch heute ist die Seligkeit für mich zum Greifen nah. So eine Liebe gibt es einmal nur. Es gibt nur einmal so. Und Wärme in mein Herz gelegt.
geschaut, streichelst die Nacht vor meiner Haut. Ich atme neues Leben ein, nur hier kann ich so glücklich sein. Volkstümliche Hitparade, dafür ein Wunschkonzert mit Ihren Favoriten. Und ganz oben auf Ihrer Wunschliste, da standen zwei große Stars, man kann fast sagen, es sind Klassiker. Und wo fangen die Klassiker im Fernsehen an? Natürlich im ZDF, bei einem anderen Klassiker. Als Sie ihn das erste Mal sahen, haben Sie da gleich gedacht, ich möchte mit ihm auftreten und gleich für längere Zeit auch? Eigentlich nicht, das erste Mal habe ich mich in ihn verliebt. Ach, gar nicht an Auftritt gedacht, nur das erste Mal in ihn verliebt. Das Wichtigste, ja. Und dann waren wir zeitlang privat schon beieinander und dann haben wir gesagt, könnten wir eigentlich zusammen probieren. Ach, klingt das schön. War das bei Ihnen auch erstmal, waren Sie erst privat beieinander? Ja. Oder haben Sie gleich gedacht, mit der möchte ich auftreten? Ja, Techtelmechtel waren wir schon recht. Ach, das war ja. Techtelmechtel. Mein recht. Ein Jodler noch vielleicht zum Abschluss und dann wollen wir raten. Ein können wir machen, ja. Dalli Dalli, das halten Sie durch. Bitte. Der unvergessene Hans Rosenthal mit Dalli Dalli. Ja, und die beiden anderen, heute allerdings nicht bei uns im Wettbewerb, sie sind zu Gast. Damals wie heute, ein Traumpaar. Herzlich willkommen, Marianne und Michael. Schon gefragt, wo gibt es Wahrheit, wo ist die Antwort, nach des Lebens Sinn. Ich hab sie nicht gehört, doch jedes Mal gespürt, zu einer anderen Welt.
sei nur allein. Doch ich weiß, es werden wunderbare Jahre sein. Wunderbare Jahre sein. Weißt du noch am Hochzeitstag dieses kleine Wörtchen ja? Sagtest, bald sind wir zu dritt, dann wurde unser Glück perfekt. Wunderbare Jahre hab ich mit dir schon verbracht. Wunderbare Jahre, wieder lebt, gelebt, gelacht. Was vor uns liegt, kennt keiner, denkt das Schicksal nur allein. Wunderbare Jahre sein, wunderbare Jahre sein. Dreht die Welt sich noch so schnell, wird's doch bleiben so wie heut. Denn ich glaube, dieses Glück, ja, das ist gemacht für die Ewigkeit. Das waren zwei Ausschnitte aus Ihrem neuesten Album. Kennen Sie diese Musik, liebe Zuschauer? Es geht jetzt um einen Mann, dem wir diesen Sound verdanken. Ich kenn's. Caroline, ich kenn's. Ich kenne diese Musik. Ich stehe auf diese Musik. Also alles, was so Bert Kämpfer, James Last und den ganz besonders Ray Conniff. Denn er hat es als einziger wirklich verstanden, Stimmen wie Instrumente einzusetzen. Klasse Musik. Danke für diesen guten Einwurf noch. Vielen Dank, gnädige Danke. Frau. Wunderbar. Dankeschön. Und dieser Ray Conniff, der hat am 6. November seinen 85. Geburtstag gefeiert. Ist das nicht wunderbar? Und noch ein paar Wochen vorher gab Ray Conniff ein umjubeltes Konzert in Brasilien. Und jetzt wollen wir Ihnen mal zeigen, dass er bis heute, dass die Musik von ihm bis heute an Zauber nichts verloren hat. Yeah.
Liebe Zuschauer, das wünsche ich Ihnen und mir. Und es kann ja sein, dass Roy Conniff im nächsten Jahr nach Deutschland kommt. Vielleicht zu unserem ZDF-Wunschkonzert der Volksmusik. Es sieht ganz gut aus. Er hat uns nämlich einen Gruß geschickt und den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich wünsche, ich könnte heute Abend bei Ihnen sein, um Ihnen zu sagen, wie viel mir und meiner Familie meine europäischen Fans bedeuten. Ich bin so gesegnet, dass meine Musik die Menschen immer noch lächeln und tanzen lässt. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Roy Conniff. Das waren Grüße aus Los Angeles nach Deutschland. Und ich glaube, wir schaffen das doch genauso. Wir schaffen das auch umgekehrt. Denn wir haben vor, eine Videokassette dieser Sendung an Roy Conniff zu senden. Und wenn wir ihm gratulieren und die Offenburger das so richtig zum Ausdruck bringen möchten, dann klingt das wie... Kommen wir zum Monat August. Hochsommer. Bis zu 35 Grad hatten wir. Und zum Löschen von Durst und Sonnenbrand, da luden wir die Altenerhauser Feuerwehrkapellen ein. Aber was die für Abkühlung taten, das ließ einen doch ein bisschen überraschend stehen. Und man sagte sich, ist das alles? Gaudi gemacht. Aber sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut und sie haben auch die Strapazen der weiten Reise von Windisch-Eschenbach in Bayern nach Offenburg auf sich genommen. Und hier sind sie. Hier ist die Altenerhauser Feuerwehr.
Frau Caroline, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie uns nochmals einladen. Ach, wir haben uns gedacht, das können wir doch noch mal machen. Und ja, vielleicht können Sie dann die Scharte von damals auswetzen. Scharte. Das mit diesem eineinhalbfachen Tusch. Aber den haben wir drauf. Und sogar noch ausgefeilt. Geben Sie Obacht. Aha. Tusch, eineinhalb Mal. Tusch, ein Achtel. Ein 32. Tusch. Tusch. Ein 128. Feuerwehrkommandant, alle Achtung. Frau Caroline, Sie sind die Erste überhaupt, die dieses Orchester, dieses Ensemble zum zweiten Mal engagiert hat. Und aus diesem Grunde möchten wir Sie heute zum Ehrenmitglied der Altneuhauser Feuerwehrkapelle ernennen. Ach du lieber Himmel. Auch das noch. Ihre Ausrüstung befindet sich in diesem Koffer. Mhm. Sie brauchen einen Helm, eine Brille, ein rußgeschwärztes Gesicht. Sie sehen viel zu gut aus. Und das Wichtigste, unser charakteristisches Lächeln. Ganz ehrlich gesagt, ich finde die Ehre wunderbar, aber nicht für die ganze Sendung. Nein, ich kann nicht mit dem Rüst die ganze Sendung rumlaufen. Nein. Also für einen Augenblick, bitte schön. Also, jetzt bin ich aber baff. Aber, Moment, die Hauptsache fehlt noch. Oh. Ja. Respekt. Also, Respekt, fast schon unheimlich ihre Geschwindigkeit. Aber ich glaube, schön ist uns lieber, oder? Ja. Die zaubert wie bei David Potterfield. Zauberei. Ja. Respekt. Hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Ja, Gegner schafft schon. So schnell wie ihr bin ich auch. Alle Achtung, also groß. Übrigens, hinter der Bühne sind gerade 4 sinnlos, nutzlos herumgestanden. Nein, bei uns steht niemand nutzlos. Doch. Die haben gleich einen Lehrvertrag bei uns unterschrieben. Komm zur Wahl! Moment, ich stehe auf dem Schlauch. Weiter! Wer? Jetzt? Die! Alle mit. Die? Ja, niemals! Das sind unsere großen Stars vom August. Die! Na, das geht nicht. Die passt doch. Katharina, nein,
Also, Herr Feuerwehrkommandant, es geht unmöglich, dass Sie die einfach einspannen. Nein, die haben jetzt nämlich bei uns zu singen. Wir erwarten die, wir freuen uns auf die. Also, bitteschön, mein Lieber, geht's auf Position. Nix da mit Lehrlingen und Russen und so weiter und das Ganze, nix da. Nein, also, singt schnell und dann geht's bei uns weiter, aber sofort. Ja. Hochverehrtes Publikum, nehmen Sie es uns nicht krumm, wenn wir uns wieder schleichen. Ihnen wird es reichen, uns reicht schon längst. Ich danke sehr, die Altneuhauser Feuerwehr, habe die Ehre. Siegern, nämlich Katharina Herz und Thorsten Benkenstein mit einer Melodie, mit einem Lied, das schon Grace Kelly und Bing Crosby gesungen haben. Von der wahren Liebe, True Love, deine Liebe. Und dann aus dem Herz kommt die Musik. Das ist der Siegertitel. Und hier sind sie, Katrin und Peter. Sie kommt vom Bayernland, unsere Musik. Der andere sagt, sie kommt vom Nordseestrand, unsere Musik. Der dritte, der sagt, aus dem Urwald kommt sie, unsere Musik. Wir lassen sie reden und denken uns irgendwie nur aus dem Herz. Die Musik, und sie bringt allen Menschen Glück. Sie macht uns Freude überall, hoch auf dem Berg und tief im Tal. Nur aus dem Herz kommt die Musik, und wir sind froh, dass es sie gibt. Sie lässt uns alle glücklich sein. Einer sagt, dass sie aus Böhmen kommt, unsere Musik. Der andere sagt, sie kommt aus Oberkrain, unsere Musik. Der nächste, der sagt, aus den Bergen kommt sie, unsere Musik. Wir lassen sie streiten und denken uns irgendwie nur aus dem Herz. Und sie bringt allen Menschen Glück. Sie macht uns Freude überall, hoch auf dem Berg und tief im Tal. Nur aus dem Herz kommt die Musik, und wir sind froh, dass es sie gibt. Sie lässt uns alle glücklich sein, Tag aus, Tag ein. Menschen tanzen nach ihr, Menschen träumen mit ihr, ja, und darum sag ich dir, nur aus dem Herz kommt die Musik, und sie bringt allen Menschen Glück. Sie macht uns Freude überall, hoch auf dem Berg und tief im Tal. Nur aus dem Herz kommt die Musik, und wir sind froh, dass es sie gibt. Sie lässt uns alle glücklich sein, Tag aus, Tag ein. Sie lässt uns alle glücklich sein, Tag aus, Tag ein.
hatten wir das noch ein Quintett zu Gast. Und zwar mit einer doppelten Premiere. Sie stellten ihr neues Lied vor und sangen das Kufsteiner Lied. Allerdings mit besonderer Unterstützung. Schlecht, die Münchner, aber wenn ich sie halt so den ganzen Abend verfolge, dann denke ich, die haben ja wirklich Stimme. Was halten Sie davon, wenn wir den Münchnern eine draufsetzen und Sie singen jetzt das Kufsteiner Lied? Ich habe zwei Chorleiter vom Besten und zwar die Sieger vom September. Die werden Ihnen behilflich sein. Jantje Smit und Benjamin Grund. Ihr zwei, ihr seid ja Profis. Ihr werdet auf den ersten Blick erkennen, wer Stimme hat, wer jodeln kann, wer singen kann. Und da geht ihr hin und lasst den Refrain singen. Also ich bin gespannt. Wenn die nicht gut singen, seid ihr schuld. Ja? Also bitte, jetzt Tempo, Temperament, das Kufsteiner Lied. Kennst du die Perle? Die Perle Tirol. Das kennst du wohl, umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein, am grünen Inn. Also diese Version des Kufsteiner Liedes wird natürlich in die Musikgeschichte eingehen. Tor zum Schwarzwald zu jodeln, das ist ein mächtiges Zeugnis badischer Musikkultur. So, und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der Jantje gar nicht so gerne alleine singt, sondern lieber mit Publikum. Trotzdem, Jantje, sing und lach noch mal mit mir. Wirst du uns alleine darbieten. Ja, und nach dem Lausbuben aus Wolledamm kommt dann ein Münchner Sänger mit einer typisch bayerischen Sängerkarriere. Er war nämlich erst beim Tölzer Knabenchor, dann bei den Regensburger Domstadtspatzen und schließlich ganz oben bei der volkstümlichen Hitparade mit Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Aber zunächst erstmal der Lausbub, Jantje Smit. Tag dürfte nie vergehen. Aus der Ferne klingt Musik, hör doch zu. Verzaubert ist die Welt im Nu.
Sonnenschein. Das war schon so, solange die Welt besteht. Doch wenn die Sonne strahlt im Herz, dann löscht sie jeden Schmerz. Und aus deinem Augen lacht sie jederzeit, aus Liebe und mit Fröhlichkeit. Sing, lach nochmal mit mir. Ich bin so gern, so gern bin ich bei dir. Heute ist heute und dann kommt morgen. Genieß die Zeit. Sing und lach nochmal mit mir. Und du wirst sehen, das Glück, das kommt zu dir. Lass dich von fröhlich sein umarmen. Heute ist die beste Zeit dafür. Geträumt und tausendmal das Glück versäumt, doch dann kamst du. Tausendmal mein Herz riskiert und tausendmal hab ich's gespürt, die Liebe meines Lebens bist nur du. Es ist ein Wunder, dass es diese zu fühlen, dich zu spüren und zu wissen, dass man liebt. Es ist ein Wunder, denn ich weiß, die Liebe lebt. Du hast mir dein Herz gegeben, eine Liebe für ein Leben. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Tausendmal wird's noch geschehen auf dieser Welt. Tausendmal ein Blick von dir, der tausendmal mein Herz berührt, sagt mir, dass diese Liebe ewig hält. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe zu fühlen, dich zu spüren und zu wissen, dass man liebt. Es ist ein Wunder, denn ich weiß, die Liebe lebt. Du hast mir dein Herz gegeben, eine Liebe für ein Leben. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Dich zu fühlen, dich zu spüren und zu wissen, dass man liebt. Es ist ein Wunder, denn ich weiß, die Liebe lebt. Du hast mir dein Herz gegeben, eine Liebe für ein Leben. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Es ist ein Wunder, dass es diese Liebe gibt. Der Oktober, Jahrhundertwetter in Deutschland,
Ein goldener Herbst wie im Bilderbuch. Aber in dieser Oktobersendung, da hatten wir gleich zu Beginn mit einem Auto eine Panne. Und es war nicht die einzige in diesem Jahr. Zum Beispiel, es war bei Außenaufnahmen. Wir mussten mit dem Wetter achten, die Sonne ging unter. Und mein Moderationspartner, der setzte mir so zu, dass ich einige Male den gleichen Moderationstext sprechen musste. Und dort hält er sich am liebsten auf, nämlich ganz in der Nähe von Teichen und schattigen Bächen. Mein kleiner Freund, der Waschbär. Und seinen deutschen Namen, den verdankt er seinen Gewohnheiten, auf dem Grund flacher Gewässer nach Nahrung zu tasten. Meine Spitze, bitte. Was meinst du, was die Bettina sagt? Der denkt gar nicht dran. Er hat's richtig gemacht. Er ist zu uns ausgewandert und da wird ihm sein Pullover ja auch nicht ausgezogen. Hm? Und hier wird ihm niemand seinen Pulli ausziehen. Du bist vielleicht ein kleiner frecher Kerl. In Amerika ist ein Waschbärenfell ja sehr gefragt. Aber leider wird dieser lustige kleine Knäuel dort in manchen Gegenden aber auch dann ausgiebig gejagt. Er hat's richtig gut gemacht. Er ist zu uns ausgewandert. Holala. Und wird hier natürlich seinen Pullover nicht verlieren, Lauser. Na, wie stellst du dir das vor? Ich würde sagen, wir spielen jetzt lieber wieder auf der Bank, ja? Ich sage Ihnen, der ganz schön zugebissen, der kleine Kerl. Aber das war überhaupt nichts im Vergleich zu meinem größten Fehltritt in diesem Jahr. Gott sei Dank passierte das nur bei der Generalprobe. Aber es passierte überhaupt nichts. Ich flog ganz leicht. Nur laufen Sie mal 2 Stunden fröhlich und lassen niemanden merken, dass Ihnen unten der Absatz fehlt. Aber jetzt zu dem besagten, Dreirad, zu dem italienischen, wo diese Panne passierte. Ich kann Ihnen nur sagen, Frauen und Autos. So, und da haben wir uns natürlich gedacht, jetzt sind wir mal gespannt, ob unsere Sieger, Oktobersieger, das können. Die haben nämlich aufgepasst, haben probiert und jetzt würde es mich schon interessieren, ob die eine gute Bremsung jetzt hier zeigen können. Da ist nämlich, ich sag's Ihnen gleich. Naja. Bettina und Patricia, Oliver Thomas. Gar nicht so einfach, gell? Ich glaube doch, das liegt an dem Auto. Und ihr wart tapfer, ihr wart klug, ihr habt gesagt, da steigt ihr nicht auf, das machen wir nicht, das war auch sehr viel besser so. Und der Oliver, üben. Aber trotzdem, wir freuen uns jetzt auf die Siegertitel des Monats Oktober. Und der Oliver Thomas, der hat ja eigentlich ein Heimspiel, der kommt aus dem Schwarzwald und sein Siegertitel heißt Zigeunergeigen. Patricia und Bettina, die kommen ja aus dem Allgäu und man weiß, also die Allgäuer, die haben ja die Ruhe weg, aber wenn die zwei singen und tanzen, Flower Power, Polka, Party, Party, Polka, dann dreht sich wirklich was, dann ist was los. Und drum jetzt erst einmal die Harmonikas und dann die Geigen.
Sie stand an einer Ecke und sie spielte die Lieder, die gleich in die Seele gehen. Ich sah in ihre Augen und ich fühlte ein heißes Herz, das sich nach Liebe sehnt. Ihre Geige klang so wild und zärtlich und ich blieb eine Ewigkeit dort stehen. Sag mir doch, wo schläft dein Herz heute Nacht? Komm und sag mir, wer dich glücklich macht. Sag mir, wer nimmt sich für deine Träume Zeit? Sag mir doch, was fühlst du? Sag mir doch, wann spielst du mir das Lied der Zärtlichkeit? Es wurde langsam dunkel und sie spielte schon lange Zeit nur noch für mich allein. Der Wind, der ihre heißen Wangen kühlte, der wehte mir die Glut ins Herz hinein. Als ihre Geige schwieg, war ich verloren und nichts schien mehr so, wie es mal war. Sag mir doch, wo schlägt dein Herz heute Nacht? Komm und sag mir, wer dich glücklich macht. Sag mir, wer nimmt sich für deine Träume Zeit? Sag mir doch, was fühlst du? Sag mir doch, wann spielst du mir das Lied der Zärtlichkeit? Ich fühl, du fühlst es, ich will, du willst es. Allein. Sag mir doch, wo schläft dein Herz heute Nacht? Komm und sag mir, wer dich glücklich macht. Sag mir, wer nimmt sich für deine Träume Zeit? Sag mir doch, was fühlst du? Sag mir doch, wann spielst du mir das Lied der Zärtlichkeit? Ja, 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 sag mir doch, was fühlst du? Sag mir doch, wann spielst du mir das Lied der Zärtlichkeit? Und das waren Sie, liebe Zuschauer, unsere achten Sieger und Zweitplatzierten des Jahres 2001. Und jetzt geht es darum, den Besten der Besten zu küren. Und das liegt ganz allein in Ihrer Hand. Mit Ihrer TED-Nummer können Sie, wie gesagt, dann diese Trophäe gewinnen. Einer unserer Künstler. Also bitte, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Sie sagen, 18 so schöne Titel. Und es ist wirklich einer so wunderbar wie der andere. Wie soll man sich da entscheiden, falls Sie noch nicht sicher sind? Macht nichts. Wir werden Ihnen alle 18 noch einmal in umgekehrter Reihenfolge präsentieren. Bitte notieren Sie sich die Nummer Ihres Favoriten. Und jetzt geht es los mit Oliver Thomas. Sag mir doch, wo schlägt. Und der hat die Nummer 12. Komm und sag mir, wer dich glücklich macht. Sag mir, wer nimmt sich für deine Träume. Bettina und Patricia, die Nummer 26. Benjamin Grund mit der Nummer 18. Jan Kiersmith mit der Nummer 17. So gern bin ich bei dir. Heute ist euch und bleibt von morgen. Ich habe Katharina Herz und Thorsten Bechtenstein mit der Nummer 24. Peter, Sie haben die Nummer 22. Sie macht uns freuen.
23. Mit der Nummer 28. Mit der Nummer 13. Uns nicht genug, um noch alles zu erreichen. Dann spüre ich den armen Wind. Die Pustertaler mit der Nummer 21. Ja, es ist ein weiter Weg, den er zu mir geht. Willst du glücklich sein? Mara Kaiser, sie hat die Nummer 25. Die Geschwister Hofmann mit der Nummer 27. Toni Lind und Clemens mit der Nummer 14. Die jungen Original-Oberkleiner mit der Nummer 11. Mark Pircher mit der Nummer 15. Und die Albtalstreuner mit der Nummer 16. Liebe Zuschauer, einer so schön wie der andere, habe ich schon gesagt. Und wenn man jetzt sich die Gesichter anschaut, diese Spannung. Ja, wer wird gewinnen? Hier noch einmal der Überblick, damit Sie, liebe Zuschauer, vergleichen können, ob die von Ihnen notierte Nummer Ihres Favoriten auch mit demselben übereinstimmt. Also bitte genau kontrollieren, denn Sie wissen ja, jede Stimme ist jetzt wichtig. Und dann brauchen Sie anschließend nur die Nummer Ihres Favoriten an die TED-Telefonnummer 0137 10 44 0 anzuhängen. Und der Herr Denninger, der ist schon in Erwartung, der freut sich über jeden Anruf. Und für die Teilnehmer beginnt natürlich jetzt der wichtigste Teil dieses Abends. Man ist gespannt, man hat Herzklopfen, man ist aufgeregt. Wie werden Sie sich entscheiden, liebe Zuschauer? Wie auch immer, der Sieger des heutigen Abends ist bereits auf der Doppel-CD, die Superhitparade der Volksmusik 2001 drauf und ab sofort im Handel. Und das ist wirklich ein Stelldichein all unserer ganz großen Stars. Nicht nur die, die heute Abend hier sind, sondern auch die dem ganzen Jahr sehr viel Charme gaben mit ihrer Musik, mit ihren Liedern. Es ist ein Stelldichein der schönsten Musik und Liederstücke. So. Und das ist ja auch das Wunderbare an der Volksmusik, denn die Künstler, sie kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Und ja, und die Volksmusik, sie kennt keine Grenzen.
weder sprachliche, noch politische, noch musikalische. Und deshalb gibt es jetzt eine Fernsehpremiere ganz besonderer Art. Also es ist etwas, ich würde sagen, Einmaliges. Denn es sind die drei großen Gruppen aus dem Norden, aus dem Westen, aus dem Süden, die hier oben auf der Bühne stehen und sich heute ein Stelldichein geben. Nämlich, die singen die Hits jeweils der anderen Gruppe. Und ich sage ein herzliches Grüß Gott den Höhnern aus Köln, die Klostertaler, die aus Nöstere kommen, Servus ihr Lieben, und ein Moin Moin Flaxdorf, Hamburg. Liebe Zuschauer, wenn das kein Angebot ist. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Der Sultan hält durch, der Sultan hält durch. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Der Sultan, der hält durch. Na, 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 das wird die längste Nacht der Welt. Na, 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 das wird die längste Nacht der Welt. Also wir wollen dieses Gipfeltreffen der großen drei aus Hamburg, Köln und Klößerle doch noch ein bisschen genießen. Wir bitten um eine Zugabe. Kein Problem. In Klostertal ist man ein Mann. Halt die Ado. Wann man richtig jodeln kann. Halt die Ado. Der Typ war ungehemmt. Halt die Ado. Wenn man Finger oder sonst was klemmt. Heidi, hallo. Hey, Heidi, oh. Heidi.
die Regensblut. Heidi, heido. Karlstadt tut den Ohren gut. Heidi, heido. Karlstadt ist mal oder nicht. Heidi, heido. Karlstadt ist für uns Musik. Heidi, heido. Hey, heidi, ho. Heidi, heido. Hey, hey, heidi, ho. Heidi, heido. Von der Water kommt. Heidi, heio. Fischköpf werden wir genannt. Heidi, heio. Den Hering schießt man mit dem Colt. Heidi, heio. Im Watter graben wir nach Gold. Heidi, heio. Hey, heidi, ho. Heidi, heio. Hey, hey, heidi, ho. Heidi, heio. Des Abends. Der Ted ist abgeschlossen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Herr Denninger ist jetzt fleißig beim Rechnen, denn wir werden jetzt ja, in kürzester Zeit erfahren, wie es steht. Aber ich habe jetzt noch eine große Überraschung, denn wir haben erfahren, es gibt Gold. Und diese Goldverleihung, die lassen wir uns doch nicht entgehen. Ich gratuliere ganz herzlich für zweimal Gold Jantje Smit und Oswald Sattler. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt bitte wieder zurück, denn jetzt sind wir gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Ich rufe Herrn Denninger. Bitte dürfen wir mal einen ersten Überblick haben. Ja, wie sieht es aus? Ja, es ist der reine Wahnsinn, wie viele Anrufe wir haben. Um die 250.000 in der kurzen Zeit. Und so sieht das Ergebnis aus. Wir sehen, es ist ziemlich durchwachsen. Und der Spitzenreiter hat allerdings doch eine ganze Menge Vorsprung. Das ist ja enorm. Die Plätze 18 bis 6 teilen sich jetzt so auf, so zur Übersicht. Und jetzt wird's ganz spannend. Jetzt sind Sie dran, Caroline. So, ja, wunderbar. Also wer ganz schnell geschaut hat, der hat's schon erfasst. Wir fangen an mit Platz 5. Und den belegt Monika Martin. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Danke, Caroline. Alles Liebe und Gute. Und es geht weiter auf Platz 4. Oswald Sattler. Unser smarter Südtiroler. Herzlichen Glückwunsch. Und es geht weiter mit Platz 3. Oliver Thomas. Und wo ist die zauberhafte Geigerin? Alles Gute. So, und damit kommen wir zu Platz 2. Und das ist der Lausbub aus Wollendam, Jantje Smit. Jantje. Und jetzt
würde ich sagen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pause. So, jetzt kommt doch der Augenblick. Wer ist die Nummer eins? Wer sind die Besten der Besten? Die Sieger der Superhitparade der Volksmusik im Jahre 2001. Sind Sie dabei? 12 Mal waren Sie hier und der größte Traum ist heute in Erfüllung gegangen. Sie haben die Superhitparade gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Judith, Julia, liebe Zuschauer, wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Da gibt es das ZDF-Wunschkonzert der Volksmusik am 17. Januar und die Superparade der Volksmusik Lehmann am 1. Advent am Ende des Jahres. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und vor allem einen glücklichen und gesunden Start in das neue Jahr. Alles Gute und bis zum Wiedersehen. Der Abend ist vorbei. Schnee von gestern? Vielen von uns scheint es eine Ewigkeit her, seit das Christkind sein Glöckchen erklingen ließ. Dann wird die Sehnsucht nach Weihnachten sofort wieder wach. Nagelneu und taufrisch. Eine Sehnsucht, die diesen Abend überlebt hat und die mit keinem heiligen Abend je ganz erfüllt wird. Wir spüren, dass Weihnachten mehr ist als nur ein kuscheliges Märchen im kalten Winter. Du hast mir erzählt, Frau Holle ist krank. Kann sein, dass es morgen erst schneit. Ich baute im Traum einen Schneemann und hab mich auf morgen gefreut. Ich wär gern mit dir mal Snowboard gefahren. Ich wär noch zu klein. Ich war damals gerade 7 und wollte so gern 17 sein. Das allerschönste Wintermärchen hast du mir dann erzählt. In einer Hütte in den Bergen, gleich unterm Himmelszelt. Kann sein, dass es steht. Ein Herz verliebt.
mein Engel zu mir, ich möchte dich gern wiedersehen. Das allerschönste Wintermärchen hast du mir dann erzählt. In einer Hütte in den Bergen, gleich unterm Himmelszelt. Kann sein, dass es Schnee von gestern ist, ein Herz. Ja, Weihnachten ist mehr als der Duft von Kerzen, Pfeffernüssen und Bratäpfeln. Dieses Fest ist nie Schnee von gestern. Es ist eine Zeit, die in uns lebendig bleibt, auch wenn der Schnee längst geschmolzen ist. Der Schnee, der in dem Land nie fiel, wo er vor gut 2000 Jahren zur Welt kam. Ein kleiner Bub, der die Welt verändern sollte. Geboren in einem Stall, der seither eine Rolle in unserem Leben spielt. Ein Stall in unserem Leben? Da gehen die Meinungen kunterbunt auseinander bei den Erwachsenen. Unsere Kinder sehen das klarer, viel klarer und einfacher. Der Schneemann übrigens auch. Ein kleines Mädchen hat ihn gebaut, mit seinen Freunden. Wo diese Kinder heute spielen, dort ist vor kurzer Zeit noch der Weihnachtsmann gestapft, beladen mit Geschenken und dem Schnee aus fernen Wolken, der samtweich auf steile Höhen und stille Hänge fällt. Willkommen zu Tommy Steiner mit einem Medley deiner großen Hits. Dankeschön, ja. Und du passt ja heute wunderbar in die Sendung, gell? Ja, du bist stimmt. Ja nicht nur Sänger, Komponist, ja. Produzent, genau. Sondern du bist ja auch Schauspieler. Genau. Und hast mit einigen großen deutschen Namen stimmt. Schon gespielt. Ja, klar, mit Hans Klarin, ja. Jochen Busse, Julia Biedermann. Ah, Julia Biedermann, hübsches Mädel. Ja, selbstverständlich. Ja, weißt du, gell? Aber auch international, also mit George Hamilton, Morgan ja. Fairchild, das waren super schöne Erinnerungen an tolle Kollegen und ja. Hat Spaß gemacht. Auch eine tolle Zeit, sage ich eine jetzt mal. Eine tolle Zeit, auf jeden und Fall. Und trotzdem ja. Bist du deiner Musik treu geblieben, ja, uns natürlich. Glücklicherweise treu geblieben. Ja, ja, und irgendwo lohnt sich das letztlich immer. Sowieso. Denn ja. In letzter Zeit hast du ja wieder mal alle Hitparaden gestürmt. Danke. Ja. Platz 1 in den Charts ganz weit vorne. Ja. Und wir danke. Freuen uns jetzt auf deine Liebeserklärung an Julia. Herzlich. Viel Spaß. Danke. Tommy Steiner. Du hast dir ausgerechnet. Mich ausgesucht. Wir haben's durchgetestet und es war gut. Vielleicht hast du ja wirklich recht. Das mit uns beiden wäre nicht schlecht. Julia, wie gut, dass es dich gibt. Ich bin in deine Liebe verliebt. Julia, ich fall in deinen Schoß. Auch wenn ich es nur versuchen wollte, ich komm da nicht mehr los. Du hast wie selbstverständlich mein Herz geraubt. Wer hat dir das letztendlich denn bloß erlaubt? Doch ich muss sagen, es ist schön. Und soll auch nie zu Ende gehen. Julia, wie gut,
dass es dich gibt. Ich bin in deine Liebe verliebt. Julia, ich fall in deinen Schoß, auch wenn ich es nur versuchen wollte, ich komm da nicht mehr los. Julia, wie gut, dass es dich gibt. Ich bin in deine Liebe verliebt. Julia, ich fall in deinen Schoß, auch wenn ich es nur versuchen wollte, ich komm da nicht mehr los. Auch wenn ich es nur versuchen wollte, ich komm von dir nicht los. Ein Roman wurde so oft verfilmt wie wohl kein anderes Buch. Die Geschichte von zwei Männern auf einer einsamen Insel. Jahrelang saßen sie fest und warteten sehnsüchtigst auf Besuch. Robinson und Freitag. Heute am Donnerstag naht die Erlösung, und zwar aus dem badischen Meßkirch in Form von zwei schmucken jungen Damen. Du bist mein Robinson. Gehört. Anfangs in der Stummfilmzeit, da saß ein Klavierspieler im Saal und untermalte das Geschehen auf der Leinwand musikalisch. Dann kam der Tonfilm und er brachte nicht nur die Sprache ins Bild, sondern auch die herrlichen, großartigen Melodien, die Filmhits, die manches Mal zu Welthits wurden. Ja, genau. Und das ist unser heutiger Höhepunkt, unser Geschenk an Sie zu Hause. Volksmusikstars, Schlagerstars schlüpfen in eine neue Rolle, werden zu Filmstars und präsentieren Ihnen die schönsten Leinwandmelodien der Welt. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Film läuft, Ton ab. Da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. In schönen Mexiko.
Und euer Michael. Servus und tschüss. Jeder.